Hallo, liebe Schläferzhasen. Heute verwöhnen wir euch mit einem klassischen Gruselschocker. Einem, ja, sagen wir mal, Schauerfilm der Spitzenklasse. Der handelt von einer Berufsgruppe, die mich selber immer sehr stark fasziniert hat. Und ich wollte auch fast mal einer werden. Ja, habe ich tatsächlich als Berufswunsch angegeben mit 13 in der Schule. Der scharlachrote Henker, Freunde, der wartet. Und Oliver, wenn einer weiß, was wir dazu trinken, dann du. Nun ja, ganz klar, dazu servieren wir heute den altbekannten, aber einfach thematisch so perfekt passenden Folter-die-Polter-Scharlachburger Meisterbrand. Für Vollrausch wie durch Geisterhand. Eine flüssig-feurige Schwedentrunk-Tortur zwischen Milzbrandmartyrium und Leberpfählung, die den Geist geißelt, den Verstand vierteilt und der Denkfähigkeit die drangsalierenden Daumenschrauben ansetzt, bis sich die Logik schreiend ergibt und widerstandslos in den Zustand angenehm apathischer Akzeptanz der angebotenen visuellen Qualen hinübergleitet. Wunderbar. Jawohl. So wird er dann gereicht und wir treffen uns im Schreckensschloss des scharlachroten Henkers. Da wird viel Blut fließen, was?